Wir schauen uns heute den kritischen Punkt an und insbesondere ein optisches Phänomen, das man in der Nähe des kritischen Punktes beobachten kann, die sogenannte kritische Opaleszenz. Dazu habe ich hier diesen kleinen Druckbehälter und in diesem kleinen Druckbehälter ist ein FCKW. Freon 115 heißt das. Das besteht aus 2 Kohlenstoffatomen, 5 Fluoratomen und einem Chloratom. Das ist hier drin und das füllt diesen Behälter vollständig aus. Das heißt, unten sehen wir die flüssige Phase und oben die gasförmige Phase. Da ist also keine Luft drin, kein Stickstoff oder so, sondern dieses FCKW, das Freon, füllt diesen Druckbehälter vollständig aus. Freon 115 hat seinen kritischen Punkt jetzt nicht etwa bei Raumtemperatur, sondern bei etwa 80 Grad Celsius und bei einem Druck von 30,8 bar bzw. rund 3 mal 10 hoch 6 Pascal. Das heißt, wir müssen heizen und dazu habe ich hier diesen Thermostaten. Der ist hier über die Schläuche mit dieser Druckkammer verbunden. Und damit wir die Temperatur auch noch messen können, habe ich hier ein Thermometer. Ich mache das einfach mal an. Und dann hat es hier an geeigneter Stelle einen Zugang. Und da kann ich dieses Thermometer reinstecken und dann sehen wir möglichst präzise die Temperatur hier in dieser Druckzelle. So. Dann mache ich den ganzen Thermostaten jetzt einmal an. Und stelle hier mal auf eine etwas höhere Temperatur. Ich gehe da Richtung 90 Grad. Der Thermostat wird jetzt also heizen. Hier die Druckkammer und wir gucken mal, was wir so sehen. So, der untere Bereich des Heizvorgangs ist nicht besonders interessant. Deswegen haben wir im Labor jetzt hier schon mal vorgeheizt. Was wir jetzt sehen, ist, dass das System absolut transparent ist. Da ist nichts milchig oder so, da sehen wir einfach durch. Wenn ich mal die Hand dahinter halte, dann können wir da einfach durchgucken. Das ganze System ist transparent wie Wasser. Wir sehen aber auch, es blubbert schon so ein bisschen. Auf der Seite sieht man, es köchelt so etwas. Ja, also das ganze System wird erwärmt. Und wir sehen jetzt gleich, dass sich dieser Flüssigkeitsmeniskus anhebt, weil sich die flüssige Phase ausdehnt und die gasförmige Phase dann komprimiert wird. Na, wir sehen jetzt, wie sich immer mehr so der Dampf an der Flüssigkeitsoberfläche bildet. Das Ganze sieht einfach so aus, wie wenn eine Flüssigkeit ja, heiß wird und anfängt zu verdunsten. So schaut das hier jetzt ein bisschen aus. Ich soll vielleicht noch dazu sagen, das, was wir nachher gleich beobachten wollen, das sehen wir vor allen Dingen beim Abkühlen. Das heißt, jetzt bringen wir das System erstmal in den Zustand, wo es oberhalb des kritischen Punktes ist, wo wir nachher gleich keine flüssige und keine gasförmige Phase mehr haben, sondern eine einzelne Phase. Das heißt, wir beobachten jetzt erstmal, wie diese Phasengrenze hier verschwindet. So, und hier sehen wir jetzt, wie langsam aber sicher diese Phasengrenze verschwindet. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr sagen, da ist eine flüssige Phase oder da ist eine gasförmige Phase, sondern das Ganze ist eine einheitliche Phase, das Ganze ist ein Fluid. Jetzt ist das System eindeutig über dem kritischen Punkt, das ist alles schön homogen, wunderbar, wir sehen keine Phasengrenze mehr. Und jetzt werden wir hingehen und das System wieder abkühlen. Ja, wir sind jetzt bei knapp 82 Grad, das heißt über dem kritischen Punkt von etwa 80 Grad und jetzt kühlen wir das System wieder ab und schauen, wie wir diese kritische Opaleszenz beobachten können, wenn das Ganze wieder kondensiert. Dazu drehe ich den Thermostaten jetzt etwas runter auf 50 Grad. Das heißt, der wird jetzt kühlen und jetzt brauchen wir wieder nur zuzuschauen. Das Ganze hat ein bisschen eine Latenz. Das reagiert nicht instantan. Das wird jetzt vielleicht von der Temperatur her erstmal noch ein bisschen hochgehen, aber mit der Zeit wird die Temperatur dann fallen. Wenn wir das wieder abkühlen, dann müssen sich die flüssige und die gasförmige Phase ja irgendwann wieder ausbilden. Teile von dem Fluid, die wechseln dabei ständig zwischen flüssigen und gasförmigen Zustand hin und her. Das sind dichte Fluktuationen und die sind räumlich so groß, dass es Licht dran streut. Man sieht hier, das System wird milchig, so ein bisschen wie Nebel, nicht mehr so schön transparent wie vorhin. Der Mechanismus, der ist auch der gleiche wie bei Nebel. Wir haben Streuung an verschiedenen großen Gebieten. Das ist Mi-Streuung hier, das ist der milchige Bereich, da werden alle Wellenlängen gleichermaßen gestreut. Da ist der Bereich einer Dichtefluktuation in der Größenordnung der Wellenlänge. Man sieht auch, dass es an manchen Stellen jetzt so rötlich wird, wie beim Sonnenuntergang. Das ist Rayleigh-Streuung, da wo es rot ist.
da sind die Bereiche der Dichtefluktuationen kleiner als die Wellenlänge des Lichts. Dann ist es wie beim Sonnenuntergang, da wird vor allem blaues Licht seitlich weggestreut und nur noch die roten Anteile kommen durch das Fluid durch in die Kamera. Das ganze Phänomen nennt man kritische Opaleszenz. Wenn die Temperatur dann niedrig genug ist, dann kondensiert eine flüssige Phase aus, dann sind wir wieder in dem Zustand, in dem wir anfangs waren. Und wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, dann ist das auch alles wieder klar wie Wasser.